Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Try-on-Douglas-Haul für dich, denn ich habe ein bisschen bei Douglas online geshoppt, was sich hier drin verbirgt. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, wie sich diese Produkte, sowohl neue Produkte als auch alte Produkte, die ich immer mal haben wollte und jetzt im Sale ergattern konnte, wie die so in meinem Gesicht funktionieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es gibt in diesem Video auch eine kleine Verlosung und zwar verlose ich hier, weil die My Little Box habe ich in der Kooperation und dann wurde sie mir jetzt nochmal zugeschickt. Ich glaube, das ist dann halt meine ganz normale My Little Box, die ist hier in der Tasche. Was da drin ist, kann ich dir mal hier oben da im Video verlinken. Genau, die kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und ja. Okay, also ich habe tatsächlich zu einem Zeitpunkt geshoppt, wo Rabatte waren. Dann gab es auch noch, wenn man irgendwas gekauft hat, was gratis mit dabei. Und ja, da wollte ich jetzt mal so ein bisschen gucken, wie das so im Gesicht funktioniert. Das ist jetzt hier so nicht so wirklich ein Tutorial oder so. Das heißt, die Einblendungen, die ich damit mache, werden dann etwas schneller funktionieren, als wenn ich jetzt ein Fullface mache. Und ja, gucken wir mal, ne? Zuallererst gab es gratis mit dabei The Ritual of Ying. Das ist dieses Set gewesen, Calming, Foaming, Showergel und Mini Body Scrub. Ritual of Ying finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, das ist eine neue, aber ich weiß es nicht, Richtung von denen. Das ist mit Sacred Lotus und Jujube. Keine Ahnung, was Jujube ist. Aber Lotus riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Das mag ich gerne leiden. Das hier ist dann quasi das Mild Body Scrub. Und das andere ist der Duschschaum und ne? Kann ich dann super als Geschenkset wahrscheinlich weiter verschenken. Ja, natürlich, hier ist Something Special for You. Da kann man ja immer anklicken, dass man so eine Grußkarte haben möchte. Die nehme ich ja ganz gerne, wenn ich ja so Verlosungen mache und dann eine Karte schreibe. Zum Beispiel jetzt für die My Little Bag, ne? Dass ich da dann quasi, ja, eine kleine Botschaft an euch auch schreiben kann. Die beiden Gratisproben, die ich ausgewählt habe, gab es quasi random. Also man konnte nur Überraschungsprobe anklicken. Da habe ich einmal mal wieder das Feuchtigkeitsfluid von L'Oreal. Das ist irgendwie gefühlt jedes Mal mit dabei. Und hier als Mini Eau de Toilette, das gebe ich dann meinem Freund, 1,5 Milliliter. Das ist das Mercedes Parfum. Oder ich gebe es meinem Stiefpapa, ich weiß nicht, weil der trägt das halt auch immer. Wir starten mit dem Primer. Da habe ich von Wet n Wild Prime Focus Primer Serum. Das ist hydratisierend und jo, das kommt in so einer Pipette. Ich fand das sehr interessant, weil Wet n Wild hat ja auch neue Produkte rausgebracht. Hier in dem Produkt hast du auch wirklich so Schimmerpartikel mit drin. Das ist halt sehr, sehr flüssig. Und es fühlt sich an wie Wasser. Riecht nach Pfirsich. Oh, ich habe hier eine Wunde am Finger, da brennt das dran. Au! Also es fühlt sich an, als würde ich mir gerade wirklich einfach nur irgendwie ein Serum drauf machen. Aber es gibt einen Glow. Und es hydratisiert. Mag ich gerne. Leicht sticky ist das Gefühl im Gesicht. Aber es gefällt mir. Muss ich wirklich sagen. Ne? Als Foundation habe ich mir geholt Wet n Wild Photo Focus Foundation Dewy und Lumineux. Also das ist, glaube ich, die neue Variante davon. Habe ich in der Farbe Nude Ivory geholt. Die andere von Wet n Wild mochte ich ja eigentlich nicht so ultra gerne, weil mir das einfach irgendwie schon zu mattierend war. Und jetzt ist es eine Dewy Foundation und sollte das ja wohl besser funktionieren. Ja, die kommt hier auch wieder so unpraktisch mit diesem Spatel raus. Man könnte sich das jetzt umfüllen oder einen Pumper drauf machen. Habe ich nicht noch einen Pumper? Jo, ich habe mir jetzt den Pumper von NARS einfach mal drauf gemacht. Das ist so ein bisschen Drogerie und High-End einfach mal vereint. Aber anders, ich finde es einfach furchtbar. Ich kann das nicht anders haben. Die Farbe passt aber, das muss ich sagen. Also ich glaube, dass die Farbe wirklich richtig gut passt, weil auch wenn ich die so den Hals runterziehe, ist es, als würde ich quasi nichts runterziehen. Ne? Ja, es sieht sehr gespenstisch in meinem Gesicht aus. Lass uns davon einfach nicht irritieren. Aber ich bin halt einfach so hell, auch vom Körper her. Ne? Also jetzt so in live im Spiegel sieht das wirklich gut aus. Und ich finde, dass sie sehr schön auf dem Gesicht ist. Es ist gerade sehr dewy, sehr luminous, sehr am Glänzen. Es sieht natürlich auch ein bisschen speckig aus. Gefällt mir eigentlich richtig gut. Also eigentlich mag ich das richtig, richtig gerne, weil das halt lebendiger aussieht. Und sie sitzt gut. Sie sitzt auch an der Nase gut. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Also ein bisschen muss ich die gleich definitiv noch setten. Deckkraft ist leicht. Also wenn ich mir das angucke, wenn ich hier so meine Muttermale sehe, so leicht meine Sommersprossen, die jetzt auch schon wieder
den Sommer begrüßen, sage ich mal. Und ich feiere es so hart, dass dieser Pumpspender da gerade drauf passt. Ne? Das finde ich großartig. Jetzt habe ich mir ein Produkt gegönnt, wo ich immer mal wieder drum zugeschlichen bin. Und jetzt hatte ich halt mit Rabatt bestellen können und habe mir den jetzt einfach mal geholt. Denn es gibt jetzt Morphe und Jeffree Star bei Douglas. Und da habe ich mir jetzt einfach mal diesen Concealer geholt. Ja, das ist jetzt die Farbe C8. Ich bin super gespannt, ob das so funktioniert. Die Farbe, die ich eigentlich haben wollte, ich glaube C5 oder so, war ausverkauft. Und ich feiere das immer, wenn andere Leute den haben. Und bin immer so neidisch und denke mir, ich möchte den auch haben. Der ist so wunderschön. Alleine von der Verpackung her, ne? Ach Mann, das musste einfach sein. Hier ist ein Sternchen drauf. Die wohl am unpraktischsten zu sortierende Verpackung. Aber ach Mann, allein wenn ich den einfach so auf meinem Schminktisch stehen habe, zu optischen Zwecken, ist es schon ein Highlight. Und ja, der ist so schön, den will man ja fast nicht benutzen. Der soll ja so ultra toll sein. Ja, riecht auch ganz angenehm. Hat ein Loch. Füßchen? Heißt das so? Ein Loch in seinem Füßchen? Könnte vielleicht was werden, oder? Aber ich hatte bei einer amerikanischen YouTuberin, ich weiß gar nicht mehr bei welcher, gesehen, dass sie den auch in der Farbe C8 ausprobiert hat. Und sie sagte, dass der deutlich heller ist, als man das von einer C8 vermuten würde. Und sie hatte den auch wirklich für meinen Hautton so empfohlen. Und sie hat recht. Wow, das ist ja Wahnsinn. Das ist perfekt von der Farbe her, Leute. Das haut mich gerade um. Geil! Also Leute, ich kann euch, wenn ihr so meinen Hautton habt, so hell und so, auch wirklich die C8 empfehlen. Das ist nicht irgendwie gelbstichig oder so, das ist ziemlich neutral und das ist voll krass. Der ließ sich gerade richtig schön verblenden. Jetzt will ich mir das mal von Namen angucken. Das sieht wirklich toll aus. Hätte ich nicht erwartet. Boah, lässt er sich schön ausblenden, Mann. Und der deckt gut ab. Meine Damen und Herren. Herren. Die Reste verteile ich dann meistens noch so ein bisschen auf meiner T-Zone. Ich finde die Deckkraft jetzt nicht so ultra heftig doll, aber er deckt angenehm ab. Cool. Passend dazu habe ich mir auch noch von Jeffree Star dieses Translucent Powder geholt. Ich glaube, dass Maxim das immer so am Loben ist. Und ja, dann wollte ich mal gucken, ob es das wirklich wert ist, ob das wirklich so geil ist. Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist rosa. Okay. Hier hast du dann, ne, dass du es auf und zu machen kannst. Hier kommt schon raus. Dann macht man das in den Deckel. Oh ja, das kommt super da raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das fein. Presse ich mir das einfach hier unten mal so drunter. Mit dem angefeuchteten Schwämmchen, mit dem ich schon Concealer und Foundation aufgetragen habe. Das funktioniert gerade richtig gut. Oh mein Gott. Ich raste aus. Boah, das macht gerade so einen Weichzeichner. Falten? Welche Falten? Ich habe keine Falten. Bin glatt gebügelt. Hammer. Man muss sich wirklich zurückhalten, hier nicht die ganze Puderdose zu verwenden, weil das einfach so ein schönes Puder ist. Schnell wieder zumachen, damit es hier nicht verschwendet wird oder so. Also richtig geiles Puder. Warum habe ich mir das nicht eher geholt? Mein Gesicht ölt nach, das heißt, mein Gesicht wird sich auch wieder verbinden mit der ganzen Geschichte. Mein Gesicht wird sich verbinden, nein. Da wird tatsächlich die Haut nachölen und der Glanz wird wieder durchkommen. Also das werden wir spätestens am Ende des Videos oder auch zwischendurch schon merken. Ich glaube, solche Make-up-Try-on-Hauls finde ich irgendwie auch mittlerweile ein bisschen cooler, weil man halt direkt zeigen kann, wie das so funktioniert. Ne? Dann Benefit Cheek Stars. Das ist eigentlich der Grund gewesen, weswegen ich bei Douglas bestellt habe. Ich wollte gerne diese Palette haben. Ja. Ich hatte mal so eine Cheekleader-Palette von Benefit, aber ich glaube, die war einfach zu alt, zu ausgetrocknet. Die hatte ich von Nasty mal in einem Trash-Paket bekommen. Und jetzt gibt es halt, diese hier. Mensch, mit 1000 Einlegern. Ja, da hast du verschiedene Töne drin. Und zwar Blush Bronzer Highlighter. Der Cookie soll richtig gut sein. Ich hatte gedacht, dass der total schlecht sein soll. Aber dann habe ich den jetzt schon in verschiedenen Videos gesehen. Und da hat er echt geknallt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich möchte zuallererst einen Bronzer verwenden. Und dann nehme ich zuerst den Dallas. Das ist einer, der halt ein bisschen aschiger ist und dementsprechend dann vielleicht auch etwas besser für eine Kontur oder sowas geeignet ist. Ich habe den jetzt nicht abgeklopft, sondern mache den einfach mal drauf. Und hier finde ich das halt auch wirklich klasse, dass du Blush, Bronzer und Highlighter in der Palette mit drin hast. Ich glaube, bei der anderen, die ich hatte, hatte ich keinen Blush mit drin, wenn ich mich richtig erinnere. Oder keinen Highlighter.
irgendwie eins von denen hatte ich nicht mit drin. Und das fand ich ein bisschen doof. Die Palette ist tatsächlich weitergewandert zu Lea. Ne, Lea? Ich glaube, zu dir. Also der Dallas ist jetzt nicht so mega intensiv, aber er ist schon schön. Hier fängt es übrigens an meinem Hals schon wieder an, furchtbar zu werden. Da. Ich denke, dass ich da noch mehr von kriegen werde, denn es wird warm draußen und dann kriege ich immer so Hitzestippen. Die kriege ich überall, habe ich hier über dem Auge auch. Yep, es wird warm und Sonne kommt raus und dann spielt mein Gesicht immer ein bisschen verrückt. Also, naja, so ist das, man. Ja, also der Dallas ist wie gesagt sehr dezent, aber ich mag ihn. Doch, der ist ein bisschen aschiger. Und jetzt mache ich mal den Hoola so ein bisschen drüber und guck mal, ob das vielleicht das Ganze aufwärmt. Ja, der ist deutlich rotstichiger. Der macht die ganze Geschichte im Gesicht dann halt etwas wärmer noch, ne? Aber in Kombination gefällt mir das gerade richtig, richtig gut. So kriegt mein Gesicht wieder Dimension und alles sieht wirklich etwas mehr nach, keine Ahnung, nach einem Gesicht aus und nicht nach einer Leinwand. So, jetzt möchte ich einen Blush verwenden. Dann nehme ich erstmal den Georgia. Der ist tatsächlich sogar mit ein bisschen Schimmer und der ist ein bisschen bräunlicher. Ja, sehr dezent. Also wenn man sehr dezent und leicht haben möchte, ist der wohl ganz cool. Aber ich nehme jetzt mal den Sugar Bomb und gehe da auch wirklich mit dem Pinsel ordentlich durch, dass ich auch alle Farben kriege. Und setze mir den hier drauf. Der kann mehr als der Georgia, aber der knallt uns jetzt auch nicht so bis ins nächste Universum, ne? Ich baue es mir schön auf. Und das geht sehr gut, weil das halt so soft ist oder so smooth, wird es halt nicht fleckig. Das lässt sich schön aufbauen. Obacht bei dem Highlighter, wurde mir gesagt. Okay, aber wir gehen jetzt mal mit einem Highlighter-Pinsel in den Cookie-Highlighter rein und schauen mal, wie der so ist. Ich klopfe den nicht ab. Ich glaube, hier könnt ihr das besser sehen. Hui! Der ist schön. Das ist jetzt nur einmal drauf getragen und jetzt nicht aufgebaut und das... Mag ich. Wie ein frisch glasierter Keks. Augenbrauen. Ich habe von Giorgio Armani mir diesen Augenbrauenstift hier bestellt, weil da gab es auch Sachen gratis mit dazu und das wollte ich halt mal, also zum einen wollte ich mir den Augenbrauenstift angucken und zum anderen wollte ich die Gratisbeigaben haben und ich bin hier voll mit Kram. Zum einen gab es hier so eine Tasche mit dabei, eine rote Tasche. Schön, oder? Es ist halt eine Pouch, also so eine kleine Handtasche, die hat ja auch einen Reißverschluss, also sage ich nicht nein zu. Das ist eine kleine Handtasche und ich habe keine kleine rote Handtasche, beziehungsweise jetzt habe ich eine. Tussi-Tasche, finde ich gut. Und da steht einfach Giorgio Armani drauf, Leute, ich meine, hallo. Ja, cool hätte ich es natürlich gefunden, wenn du hier noch so Aufhänger gehabt hättest, um die halt umzuhängen. Aber ich denke, das kann ich gegebenenfalls nachrüsten. Aber ja, es war halt eine Handtasche von Giorgio Armani. Ist wahrscheinlich eher so eine Beauty-Bag, aber zu einem schwarzen Kleid oder so. Einfach so eine rote Tasche von Giorgio Armani. Am besten so ein ganz normales H&M-Kleid für 5 Euro und dann die Tasche dazu. Das ist mein Style. Und es gab hier eine Mascara mit dabei, die halt jetzt zu diesem Full-Face-Gedönsen auch ganz gut passt. Aber die schauen wir uns nachher an. Achso, muss ich erwähnen, dass diese Tasche noch in einer Extra-Tasche drin war. Das ist der Wahnsinn, oder? Wir möchten aber zunächst einmal die Augenbrauen machen. Und da habe ich diesen Stift. Und ich teste mich ja gerne einfach mal so ein bisschen durch, auch wenn ich sage, Mensch, ich habe eigentlich eine viel zu große Make-up-Sammlung und möchte sie reduzieren, hole ich mir trotzdem noch weitere Sachen. Das ist typisch Claudi. Ja, das ist hier Eyes to Kill und ich habe die Farbe Mahagoni. Hat an der einen Seite einen Spoolie, auf der anderen Seite einen Stift zum Anspitzen. Ich finde eigentlich, dass für Augenbrauenstifte, müssen Augenbrauenstifte so teuer sein? Nein, aber ich habe hier eine Mascara und eine Tasche mit dabei gekriegt, ne? Hey, Claudi, Logik läuft bei mir. Das hat so ein Glitzer-Overspray. Oh mein Gott, bitte nicht auf meine Augenbrauen. Ja, das ließe ich jetzt ganz schön auftragen. Finde ich jetzt aber nicht besser als irgendwelche von Essence oder, ach Gott, von Catrice oder von Benefit oder von Dr. Pierre Rico. Also das sind ja so die ich auch sehr gerne sonst verwende. Ja, kann man machen. Farblich aber nicht so ganz meins. Also ich muss definitiv noch einen Augenbrauen-Setter drüber machen. Da nehme ich jetzt gleich meinen ganz normalen 24-Hours-Brow-Setter von Benefit. Juti, dann kommen wir jetzt mal, ich muss erstmal einen Lidschattenprimer verwenden. Da habe ich hier von Urban Decay die Primer Potion. Die Lidschattenpalette, die ich in diesem Video testen möchte, ist von Morphe und Jeffree Star. Diese wundervolle, ach, die war reduziert.
Mein Problem war, als ich die dann gekriegt habe, war die zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekriegt habe, bei Morphe reduziert. Das war nicht frech. Naja, aber jetzt habe ich sie da. Wollte ich auf jeden Fall schon mal austesten. Und jetzt gibt es auch Morphe bei Douglas. Und es sind einfach ziemlich krasse Farben. Los geht's. Erstmal nehme ich mir 1985. Das ist so ein Peach-Ton. Nee, den will ich nicht. Erstmal nehme ich mir Lynn. Das ist dieser Ton hier. Und werde damit meine Lider setten. Wow, das, wow. Da kommt viel Farbe auf den Pinsel. Oh, der Spiegel ist ja groß. Ich bin zwar etwas weit weg dann von mir selbst, aber wow. Mr. Diva kommt in die Lidfalte. Hammerharte Pigmentierung. Wow. Wake and Bake kommt auf mein komplettes bewegliches Lid. Und das ziehe ich mir auch etwas höher, damit man sieht, wenn ich die Augen aufhabe. Weil ansonsten geht das zu sehr bei mir unter. Mit Mr. Diva blende ich nochmal die Kanten etwas nach außen aus. Dann nehme ich jetzt hier so einen Morphe-Blenderpinsel für. Glam Rapids gebe ich mir auf mein bewegliches Lid. Ich gucke mal, ob das mit dem Finger besser funktioniert. Ja, mit dem Finger geht es definitiv besser. Ich lasse aber hinten und vorne ein bisschen Platz, weil da kommt gleich noch was anderes drauf. Aber so ist es so ein bisschen Froschkönig, ne? Girl gebe ich mir außen auf. Das versuche ich jetzt auch wieder mit dem Pinsel von eben, wo ich auch das Grün und so aufgetragen habe. Da gucke ich mal, ob der das greift. Einigermaßen. Dann tupfe ich das da so hin. Ziehe das auch so ein bisschen mit in die Lidfalte mit rein. Da kriege ich jetzt aber gerade ganz viel Fallout. Hui. Dann hier nochmal die Kanten mit dem Blendepinsel, ohne neue Farbe aufgenommen zu haben. Entlang gehen. Mir gefällt das irgendwie, das ist so ein bisschen mal was anderes, ne? Dieses Grüne, Orange-Braune, hat ein bisschen was Mystisches. Welcome kommt in meinen Innenwinkel. Ja, der schreit danach, ne? Da nehme ich mir jetzt auch so einen Morphe-Lidschattenpinsel, das ist jetzt der M124. Ziehe den natürlich nach oben noch ein bisschen mit rein, damit ich das Ganze auch verbinde und das Ganze öffne. Und es gefällt mir. Und die Reste vom Pinsel gebe ich mir einfach unter die Augenbraue als Augenbrauen-Highlight. Am unteren Wimpernkranz mache ich so einen winzig kleinen Kontrast und da gibt es Calabasas. Calabasas? Das ist dieses dunkle Rot. Den trage ich mir ganz vorsichtig auf und patsche den aber auch so ein bisschen mit nach oben rein, dass es so minimal oben mit rein verblendet wird. Und auch mit dem oberen Lidschatten so ein ganz kleines bisschen abschließt. Dass es nicht so eine harte Endung hier gibt, sondern dass ich das hier noch so ein bisschen weiter mit hoch tupfe. Boah, jetzt auch so aus der Nähe, Leute, den Concealer und dieses Puder liebe ich. Und auch dieser Look ist sehr, sehr schön, farbintensiv, aber nicht zu kapuff, finde ich. Also ich finde, das hält sich noch in Grenzen für meine Verhältnisse. Ja, herzlich willkommen in meiner Sammlung, du wunderschöne Palette. Hast sehr gut performt und kannst nun bleiben. Ein bisschen MAC Fix Plus, um das Ganze einmal miteinander verschmilzen zu lassen. Von Wet n Wild habe ich mir einen Eyeliner geholt. Das ist der Breakup Proof Waterproof Retractable Eyeliner. Krasser Name. Mal gucken, wie er auf dem Auge performt. Ich nehme jetzt den Pinsel, den ich unten genommen habe für meinen unteren Wimpernkranz, um mir hier halbwegs ein Wing zu zaubern, weil du das mit diesem Stift nicht hinbekommst. Also minimal kriegt man da was hin, aber nicht so, wie ich es normalerweise mit so einem Filz-Eyeliner machen würde. Ich kann damit keinen Wing ziehen, aber ich möchte zu diesem Look auf jeden Fall einen Wing haben. Das heißt, ich nehme mir da den, den ich jetzt gerade verwende, um mir Wings zu ziehen. Das ist mein Find Eye Marker, der ist großartig und ich möchte jetzt einfach einen Wing haben. So. Ist jetzt auch nicht optimal geworden, aber es ist wenigstens sichtbar ein Wing und das ist halt so ein bisschen mehr das, was ich jetzt haben wollte, ne? Gut, ja, jetzt gucken wir uns mal die Mascara an. Das ist ja von Giorgio Armani die Eyes to Kill Mascara und da bin ich wirklich gespannt, ob du jetzt wirklich Augen damit zauberst, die töten könnten. Ich glaube nicht. Oh, aber das Bürstchen ist schon mal schön. Sehr, sehr groß, sehr lang, aber halt nicht zu dick. Also das ist ganz cool, Kunsthaarbürstchen. Riecht angenehm tatsächlich. Jetzt werde ich zunächst eine Wimpernzange verwenden. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich Eyes to Kill damit habe, aber ich muss ehrlich sagen, es ist eine solide Mascara, es ist eine gute Mascara, die einen schönen Wimpernaufschlag macht. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, sowas finde ich in der Drogerie nicht, ne? Also ist jetzt nicht den High-End-Preis wert, aber das hast du oft bei Mascaren, dass es einfach furzegal ist, ob du jetzt eine High-End-Mascara nimmst oder eine Drogerie-Mascara, weil die Drogerie hat so, so gute Produkte. Da brauchst du nicht den High-End-Preis für bezahlen. So, das letzte bisschen Dimension, was meinem Gesicht fehlt, sind tatsächlich die Lippen. Und da habe ich ein Produkt von NYX, Shout Loud Satin Lipstick in der Farbe Cherry Charm. Ja, es wird rot. Deswegen, dieser Übergang in meinen... habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ne, ist so. Und da gab es gratis dazu so eine Tasche und da kannst du halt so Pinsel und so ein Kram reinmachen. Oh ja, und das ist einfach mit einem Herz drauf. Ist das nicht hübsch? Oh ja. Riecht auch sehr, sehr gut, sehr, sehr angenehm. Das ist sehr, 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 sehr krass. Hier hätte es jetzt wirklich Sinn gemacht, mal einen Lip Liner zu verwenden, aber nö. Ich glaube, ich muss einen Lip Liner nachträglich noch auftragen, weil sonst ist mir das einfach zu stuckelig außenrum zu. Nehme ich hier von Essence den Fuchsia Bella. Ich glaube, das macht durchaus Sinn, weil... Aber es ist eine geile Farbe, oder? Ich feiere die total. Ich finde die mega, mega schön. Fühlt sich unheimlich schön auf den Lippen an. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist jetzt kein Kussechter oder so. Das ist halt, ich glaube, auch einer von den neuen NYX Lippenstiften oder so. Weiß ich gar nicht. Sehr angenehm. Also es ist ja so ein Satin-Finish und das mag ich eigentlich am liebsten, weil das dann halt so... sanft ist, also du hast halt kein mattes Finish, dass der dir quasi fast festbappt oder so. Und du hast halt auch nicht ein zu cremiges Finish. Deswegen gefällt mir der Look gerade richtig gut. Es ist so ein bisschen frühlingshaft durch, ne, so ein bisschen bunt, aber halt auch nicht zu intensiv und ja. Mir gefällt das gerade voll. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!